2021. Tat! Weil wir uns dieses Jahr nicht in echt sehen durften, versuchen wir das alles online zu lösen. Wir haben euch Fragen gestellt und ihr habt auch uns Fragen gestellt. Alle Kindergemeinderäte in der Steiermark haben diese Fragen beantwortet. Jetzt könnt ihr sie ansehen. Viel Spaß! Recht auf Meinungsfreiheit. Recht auf Spiel und Freizeit. Recht auf Schutz vor Gewalt. Recht auf saubere Umwelt. Recht auf Religionsfreiheit. Umweltschutz ist mir wichtig. Gegen Armut. Für Umweltschutz. Gegen Rassismus. Für Meinungsfreiheit. Umwelt und Umweltschutz. Ein sauberes und schönes Mützzuschlag. Ein sauberes und schönes Königsberg. Rauchfreie Spielplätze. Ein kinderfreundliches Mützzuschlag. Mir macht am Kinderparlament am meisten Spaß, wenn wir uns draußen treffen, in Parks und Müll aufheben. Mir gefällt am meisten im Kinderparlament, dass wir immer zusammen sind und immer an ein Thema zusammenarbeiten. Ich war leider noch nicht bei einem Kindergipfeltreffen dabei, deswegen kann ich euch nicht sagen, wie es war. Ich war bei einem Kindertreffen dabei, bei mehreren, und mir gefielen die Workshops dort, und es gab sogar schon einen Kindertreffen an Leoben. Ich bin beim Kinderparlament, weil wir eine Einladung von der Schule bekommen haben, und ich möchte bewirken, dass die Welt ein bisschen besser wird. Ich bin beim Kinderparlament, weil meine Schwester gesagt hat, das wäre hier toll. Ich will bewirken, dass der Weltschutz besser wird. Online! In echt treffen wir uns aber lieber. Homeschooling! Jetzt sind wir wieder in der Schule mit Maske und jeden zweiten Tag da mal testen. Münzsticker! Wir haben Silbermünzsticker entworfen, die kleine Tonne Nimmersatz steht darauf. Und wir haben sie auch selber gezeichnet. Lauter Zeichnungen von den ganzen Kindern, und wir haben auf jeden Mistkübel in Fronsdorf haben wir einen Sticker aufgeklebt. Ich bin schon ein Jahr beim Kindergemeinderat. Ich bin 2 Jahre schon beim Kindergemeinderat. Ich bin ein halbes Jahr beim Kindergemeinderat. Ich bin 2 Jahre beim Kindergemeinderat. Ich bin 3 Monate beim Kindergemeinderat. Ich bin ein Jahr beim Kindergemeinderat. Ich bin ein halbes Jahr beim Kindergemeinderat. Ich bin 2 Jahre beim Kindergemeinderat. Ich bin auch 2 Jahre beim Kindergemeinderat. Ich bin ein Jahr beim Kindergemeinderat. Spielen! Wir sind vom Kindergemeinderat aus Manchester.
Fremde. Weil ich dabei sein will und mitreden will. Die Kinder wissen einfach besser, was ihre nötigen Sachen sind, die sie brauchen. Und Kindergemeinderat macht es voll Spaß. Man hat so was Ähnliches wie Betreuer. Da gibt es auch Essen und alles. Und es macht voll Spaß, Spiele mit denen zu machen. Der Umweltschutz ist uns wichtig. Wir wollen Augen, Hafen und Städten auf die Umwelt schauen. Wir haben Ideen gesammelt. Im Herbst werden wir eine Müllsammlung machen. Drei, zwei, eins. Wir sind 20 Kinder! Natur und Umweltschutz. Umweltschutz und Verdauung. Umweltschutz und Naturschutz. Insektenhotel und Schmetterlingswiese. Weil es Spaß macht und dass ich mitgestalten kann. Weil es Spaß macht, mitzureden und zu bestimmen und die Verbauung. Wir mitreden wollten und bestimmen wollten, was in der Gemeinde passiert. Wir kommen hin und begrüßen uns. Dann forschen wir, spielen ein bisschen, dann jausen wir. Und dann machen wir etwas für unsere Projekte und am Ende geben wir Feedback. Es wäre toll, wenn es ein Freibad gibt oder ein Hallenbad und auch so etwas Ähnliches wie den Prater in Wien mit einem Riesenrad. Und es wäre auch toll, wenn es riesige Eiskugeln gäbe. Ich würde gerne ein Schwimmbad nehmen und dass mehr auf die Umwelt geachtet wird, wenn man das irgendwie kaufen könnte. Und eine Art Vergnügungspark. Ich würde mir ein Riesenrad wünschen, ein größeres Rabagambach und einen Zoo und riesigere Eiskugeln. Ich würde mir ein Schwimmbad wünschen. Ich würde mir einen Streichelzoo für Hunde und Katzen wünschen, der 3 Kilometer groß ist. Und man muss nur 50 Cent zahlen für Eintritt. Ich würde mir wünschen, dass es riesengroße Eiskugeln gibt, dass es mehr Tiere in der Umwelt gibt und dass es keine umweltschädigen Dinge mehr gibt. Ich würde mir wünschen, dass es in Rabagambach einen Freizeitpark gibt, wo ein großes Riesenrad und eine sehr lange Achterbahn steht. Ich würde mir wünschen, einen Jurassic World Park, wo Dinosaurier, Tyrannosaurus Rex, Langhalsdinosaurier und alle Dinosaurier, die es halt gibt, in dem Park halt sind. Und ein Zoo mit Löwen, Haien und noch irgendwelche Tiere. Und ich wollte noch was sagen. Und zwar, dass es für jeden Menschen genug Essen gibt. Und wenn er nicht genug hat, dass für ihn Essen gekauft wird. Der Naschgarten. Im Naschgarten haben wir ganz viel gepflanzt. Verschiedene Obstbäume und Beeren und auch ein bisschen Gemüse. Es gab auch ein Entenrennen und wir haben auch Müll gesammelt. Wir haben Pflanzen eingesetzt und Himbeeren, Blaubeeren und Erdbeeren. Wir waren im Wolfsgraben und haben
und haben Wildpflanzen gesammelt und haben damit einen Smoothie gemacht. Und wir werden auch noch sehen, dass wir ganz viele Wildpflanzen machen, auf denen wir die Wildpflanzen beschreiben. Und ob sie essbar, giftig oder irgendetwas anderes sind. Und weil es lustig ist. Es macht Spaß, was für andere zu bewirken. Nein. No! Sachen entscheiden. Pausen und spielen. Wir reden über unsere Rechte und wissen, was unsere Rechte sind. Einfach alles. Also erstmal bekommen wir, also wir, die Briefe von dem Jugendhaus. Und Beispiel, wir bekommen wir am Montag oder es ist am Dienstag. Dann bereiten wir uns beim Dienstag vor. Dann dürfen wir ungefähr bis 3 Uhr etwas anderes beschäftigen, zum Beispiel spielen und so. Und um ungefähr 3 Uhr. 10. Dann fangen wir an mit diesem Thema.
waren heute im Kinderspielplatz Augarten und wir haben Flyer ausgeteilt über das Thema rauchfreie Spielplätze. Und dann haben wir Müll aufgesammelt und wir haben auch viele Zigarettenstummel gefunden. Schon im Vorjahr 2020 haben wir über 100 Zigarettenstummel hier auf diesem Spielplatz gefunden. Eins von unseren Themen ist das Schulessen verbessern, weil den Kindern wenig schmeckt, schmeißen wir ganz viel Essen weg, was echt schade ist. Deswegen sollte man das Schulessen verbessern. Am Mittwoch haben wir manchmal Religion immer. In der letzten Stunde kommen wir zum Essen zu spät und haben dann nur noch 5 Minuten zum Essen Zeit. Ich setze mich ein für eine Begrünung der Stadt und für bessere Radwege in Graz. Uns ist auch die Umwelt sehr wichtig, deshalb hatten wir schon mal eine große Plastikaktion, auch mit Flyern am Hauptplatz. Also wir waren heute Flyern, wir haben Flyer für rauchfreie Spielplätze geteilt und wir haben es auch geschafft, sogar vor einiger Zeit ein Gesetz für ein Rauchverbot auf Kinderspielplätzen. Wir haben heute in einer halben Stunde 66 Zigarettenstummel gefunden. Wir sind heute mit Flyern herumgegangen und haben sie ausgeteilt, um die Menschen auch daran zu erinnern, dass Rauchen am Spielplatz verboten ist. Hallo, ich bin Caroline und bin 10 Jahre alt. Ich bin im Kinderparlament, weil es mir ein Anliegen ist, dass ich auch zeigen kann, dass Kinder auch ein Recht haben. Und ich möchte gerne bewirken, dass wir Graz zu einem umweltfreundlicheren Ort machen und damit wir Kinder selbst in der Zukunft angestalten. Ich gebe weiter. Hallo, ich bin die Dunja, ich bin 8 Jahre alt und ich bin beim Kinderparlament, weil ich will bewirken, dass Stadt Graz nicht mehr gegeneinander ist, zum Beispiel auch gegen Ausländer. Ich gebe weiter. Guten Tag, mein Name ist Lucia Hamelova und ich bin 11 Jahre alt. Ich bin im Kinderparlament, weil es Spaß macht und es toll ist, gemeinsam mit anderen etwas zu machen. Bewirken möchte ich, dass die Lebensqualität der Kinder in Graz verbessert wird und auch für andere Leute natürlich. Auf Wiedersehen! Für uns ist das wichtigste Kinderrecht, dass Kinder auch mal mitbestimmen dürfen, also auch Nein sagen. Das wichtigste Kinderrecht ist für mich, mitzubestimmen. Weil ich finde es sehr wichtig, dass man auch etwas mitbestimmen kann. Deswegen gefällt mir auch auf der Kindergemeinderat. Ja, Spielgeräte am Spielplatz und dass die Menschen den Müll richtig wegschmeißen. Wir möchten unsere Gemeinde gerne kinderfreundlicher gestalten und farbenfroher und mehr Spielplätze. Mir ist es auch sehr wichtig, Müll zu trennen, also den Müll halt und neue Geräte jetzt wie zum Beispiel auf einen Spielplatz anlegen, dass dort ein neues Gerät aufgestellt wird oder dass wir Müllschilder aufgestellt werden, wo oben steht, zum Beispiel, räumt sorgfältig den Müll weg. Also wir wollen auf jeden Fall, dass unsere Gemeinde sich auf gute Art verbessert. Mitzubestimmen. Eines unserer coolsten Projekte war die
Vorführung. Wir haben hier eine Kapfenberg-Schriftzug eigentlich fast alleine gemalt. Und da drüben Ausschnitte von Kapfenberg und unser Logo mit etwas Hilfe von geübteren Sprayern an diese Wand gesprayt. Ja, ich hoffe, das gefällt euch. Ganz cool habe ich noch gefunden, dass wir mitgeholfen haben, den Wahlversammlungsspielplatz zu erneuern und sozusagen ein bisschen zu upgraden, indem wir einige Geräte, darunter auch die Riesenschaukel, ausgewählt haben. Fatopia ist ein weiteres Projekt vom Kindergemeinderat. Da können Kinder arbeiten, Geld verdienen und Sachen kaufen. Die können zum Beispiel Zeitungsartikel schreiben oder Popcorn verteilen im Kino. Das Wieselkino und die Böhler waren ebenfalls in Freitopia und wir machen es dieses Jahr wahrscheinlich zum dritten Mal. Der Kindergemeinderat macht die Flohmärkte schon seit vielen Jahren und das Geld wird an Tierheime oder sonstiges verspendet. Der Kindergemeinderat hat beschlossen, dass es keine Plastikverpackungen beim Mäcki in Bruck geben soll, sondern Papierverpackungen. Seitdem gibt es Papierverpackungen, eben besser für die Umwelt. Ein anderes Projekt, was uns auch ganz gut gefallen hat, waren die Spenden. Zum Beispiel, es gab ein neues Mädchen, was etwas gebraucht hat, was über 10.000 Euro gekostet hat. Und der Kindergemeinderat hat das gehört und hat sich dann dafür eingesetzt, die Spenden zu sammeln. Ein weiteres Thema, das wir auch sehr cool finden, ist das Kapfenberger Memory mit verschiedenen berühmten Orten in Kapfenberg, wo zum Beispiel auch das Rathaus und die Kapfenberger Burg darauf sind. Es sind alle Bilder selbst gezeichnet und es ist wirklich sehr lustig zu spielen. Ein weiteres Spiel, was der Kapfenberger Kindergemeinderat herausgebracht hat, ist das Kapfenberger Wirtschaftsspiel. Es ist wie ein Monopoly, nur statt dem man Sehenswürdigkeiten kauft, kauft man eben Straßen, die in Kapfenberg vorhanden sind. Unser anderes Projekt, wo wir gerade dran arbeiten und fast fertig sind, ist die Kapfenberger Kinderzeitung. Dort sind viele verschiedene Artikel über Feuerwehrjugend, ein Interview mit dem Bürgermeister oder beziehungsweise mit der Vizebürgermeisterin und Zeichnungen, Witze und vieles mehr. Wir hatten schon vor Corona die Idee für einen Naschgarten, das konnten wir selber leider nicht umsetzen, aber die Gärtnerei konnte es umsetzen und so hat jetzt fast ganz Kapfenberg einen Naschgarten und auch die Bibliothek hat einen sehr schönen Naschgarten. Schon, weil wir reden ziemlich oft über Mülltrennung und wie wir das halt freundlicher gestalten können, zum Beispiel durch Basketball-Müllkörbe. Heißt, man hat dann halt Spaß beim Müll wegräumen und macht es halt auch gerne. Wir probieren, das Müll wegräumen lustiger zu gestalten. Eine, die was bei uns mitmacht, hat einen Brief an den Bürgermeister geschrieben, wo sie gefragt hat, ob sie, weil sie Bäume bei uns fällen, ob sie dafür 3 neue pflanzen können. Und wir versuchen auch, Mülleimer besser zu gestalten. Ich bin beim Kinderparlament, weil ich es cool finde, dass man Puck verändern kann. Man hat nämlich einen gewissen Einfluss und kann halt seine eigenen Ideen einbringen und ja, es macht auch Spaß. Weil ich es toll finde, wenn ich im Bruch mitwirken und die Stadt durch Ideen mit anderen verbessern kann. Weil es mir Spaß macht, hier zu sein und weil ich gerne etwas im Bruch verändern möchte und weil erwachsene Menschen sich nicht so gut in Kinder reinversetzen können und deshalb nicht so gut sagen können, was auf Spielplätzen kommt. Was willst du damit bewirken? Ja, dass die Spielplätze halt lustiger gestaltet werden und dass wir mitreden können. Thank you.
Ciao. Auf Wiedersehen. Au revoir. Bye. Arrivederci. Adios. Adieu. Tschüss. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir würden uns sehr freuen, euch nächstes Jahr live zu sehen.